Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Nö. Dann wollen wir doch mal wieder durchstarten hier. Hä? Was? Das Haus war weg. Hui. Ich habe einen Bug gefunden. Das Haus war bei mir gerade weg. Ich mach die Tür auf dem Haus weg. Ich hasse diese Holzhütte, ey. Ha, meins. Noch ein Ent im Schlafzimmer. Doppelbett. War gerade jemand ein Klavier bei? Ich nicht. Ich auch nicht. Also, wo ist überhaupt nicht das Klavier? Auch hier. Ich hatte hier Ausschlag. Vierer Ausschlag. Ja, Orb. Ja, wo ist denn der Stromkasten? Ich habe keine Ahnung. Ich finde den nicht. Da ist auf jeden Fall ein Orb drin. Da ist auf jeden Fall ein Orb. Boah. Ja, bloß wo packen wir das Ding jetzt hin? Ja gut, ich gehe jetzt erstmal den Knochen. So. Das sollte wohl erstmal reichen. Da fliegen Sachen umher. Schön. Ja. Warte mal, wir gucken mal, wo der Stromkasten ist. Wir gucken mal. Hier ist er auf jeden Fall nicht. Hat jemand schon die oder so gesehen? Nee, habe ich noch nicht. In der ersten Etage hinten im ganz großen Raum. Genau, irgendjemand geht da gerade hin. Straight drauf zu. Ganz hinten. Ja, ich bin da schon. Straight doch hin. Zweimal angemacht. Jupp. Na, kann es sein, dass er auch hier vorne ist? Bitte schreibe etwas ins Buch. Man, hier ist von Punkte von Dings. Lassen wir mal hier liegen. Auf jeden Fall schon mal ein Ohr ab. Können wir schon mal eintragen. Bevor wir das dann gleich wieder vergessen. Das ist gar nicht das hier von der Kamera. So, dem mit. Schieße einen Geist vom Foto, verwende ein Kruzifix, um den Geist an der Jagd zu hindern. Ach ja. Hast du schon Salz mitgenommen? Nö. Oh, Mann. Yep. Hi. Bist du hier? Bist du hier?
Wo bist du? Hallo? Da war er auf jeden Fall. Da war er. Er sagte mal einen kurzen guten Tag. Auf jeden Fall ist er sehr aktiv. Er ist auf jeden Fall sehr aktiv. Das Kruzifix haben wir hingepackt. Salz hat Misa schon mitgenommen. Foto vom Geist. Ja, ich habe, glaube ich, mal ein Fotoapparat vergessen mit einzupacken. Warte mal, da können wir mal kurz gucken. Der Orb fummelt da so umher. Das sind zwei Taschenlampen. Das ist anscheinend Misa. Ah ne, das ist Kairin. Misa kommt gerade rein. Kairin ist gerade mit dem Dot unterwegs. Ghostbusters! Ghostbusters! Something strange in a neighborhood. Now, we're gonna call Ghostbusters! Oh! Da gehe ich dann natürlich erstmal nicht rein. Ja, wir haben halt kein zweites. Ja, übel. Feuer! Feuer! Er hat das Kruzifix in Brand gesetzt. Es wurden ein paar Überreste gefunden. Was haben wir denn? EMF-5. Ja, bleibt hier noch Obak oder Raichu. Also zwei Sachen haben wir ja nur noch zur Auswahl. Ja, was haben wir denn noch? Geister-Orb. Orb, ne? Also. Geisterbuch kann es nicht mehr sein. Gefriertemperaturen kann es auch nicht mehr sein. Also nur noch Dot und Ultraviolett. Dot oder Ultraviolett, dann sind wir durch. Ich werde 100% Ultraviolett. Ja, würde ich jetzt auch so sagen. Zeit nicht. Nö. Also wird es ein Obake sein. Ja, nochmal rein. Gucken oder was? Ja, aber den jagt auf jeden Fall. Also einen von uns drei wird er dann umbringen. Wahrscheinlich mich. Ich bin nicht gut im Verstecken. Nope. Oder Kairin. Also bin ich reingejagt, so oder so. Ja, Misa auch. Und ich bin auch schon bei 50. Ja. Ui. Also es ist egal, wie wir es machen. Er wird so oder so jagen. Nö. Bei dir ist das nicht gewiss. Nein. Ist ja noch bei über 50. Ja, das Doofe ist, wir müssen trotzdem zu zweit rein, weil wenn wir nach Fingerabdrücken suchen mussten, muss ja einer das Stäbchen halten und einer die Kamera. Ja. Ey, du musst das ja nicht fotografieren. Aber er hat ja auch noch nicht die Tür wirklich bewegt. Ja, hat nichts gemacht. Nö. Außer das Kruzifix kaputt und zweimal sich gezeigt. Wer hat er nicht gemacht? Gewitter. Gewitter? Unwetterwarnung. Ja. Ich hab. Na gut, wir sind ja auch andere Seite vom Fluss. Aber entweder gehen wir jetzt noch mal rein oder nicht. Doch rein. Ich werde gleich sterben. Hä? Hab ich den noch mit? Ach.
doch beladen scheint nicht an. Was? Aufschlag von 0. Okay. Okay, war aber auch nix. Weder Fingerabdrücke noch dort, was ich sehen konnte. Ich muss pipi. Ihr sagt, das ist ein Bagge. Workshop. Und jetzt ist er noch aktiv. Also alle eingetragen. Nein, 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 nein. Warum nicht? So, jetzt. Ich sehe, dass ich immer abhaken kann. Ja, bin ich auch langweilig. Ist ein Raichu. Ist ein Raichu? Taye. Taye? Die hatten wir doch gar nicht mehr zur Auswahl, oder? Oder wir doch? Nö, die hatten wir nicht mehr zur Auswahl. Na super. Warte jetzt. Schon wieder das Kruzifix nicht genommen. Warum nicht? Ich weiß auch nicht. Ich weiß immer nie, ob er das jetzt mit dazugefügt hat oder nicht. Naja, okay, also bereit. Ich bin bereit, 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 bereit. Also wenn wir den nächsten Geist jetzt richtig haben, dann bin ich bei Level 12. Ich muss die ganze Zeit umwackeln, weil ich auf die Toilette muss. Buzzer Farmhouse. You were right. Ey, wer hat meine Kamera? Ich will auch noch was anderes machen, sagt er. Toll. Ich will nicht immer nur nutzlos. Warum? Du hast doch das Thermometer gehabt die ganze Zeit. Benutzt das. Mann, ich will das blöde Scheiß-Thermometer nicht. Ja, jetzt ist er scheiße. Den will ich auch wohl nicht. Das dauert Ewigkeiten. Mal gucken, ob irgendwas runtergeschmissen worden ist. Oh, Badezimmertür ist offen. Das Ouija-Board ist hier. Ja.
hergeschmissen hat er noch nichts. Will ja auch mal nicht die Stimmung kaputt machen. Da irgendwas umhergeschmissen. Ah, Strom ist auch noch nicht mal an. Oben die Abstellkammer ist auch auf. Oh! Oh, eine Axt im Spiel. Da hat sich wohl jemand ausgetobt, wa? Oi. Okay, da war was. Hier flog gerade was. Den Strom angemacht, ne? Ne. Ich suche das Ding ja auch noch. Badezimmertür ist auch offen. Spiegelung geht. Leuchtende Zahnpasta. Sehr paranormal. Oh, ein sehr leuchtendes Bild. Leuchtende Bierflaschen. Okay. Hast du Stromkasten gefunden? Ja, ist an. Okay. Scheint aber auch nichts umhergeflogen zu sein. Aber was haben wir denn von gehört? Also hier oben sind wir bei ungefähr 15 Grad. Liegen überall Äxte rum. Bisher hatte ich auch noch gar keinen Atem oder sonst irgendwas. Jetzt geht's wieder höher auf 15. Unten im Flur. Im Flur war sie. Alter. Aber wo ist sie? Hier. Axtraum. Bitte schreib etwas ins Buch. Im Axtraum, im Axtraum, sie ist im Axtraum. Sie ist im Axtraum, sie ist im Axtraum, sie macht richtig Action. Da, wo der Spiegel kaputt ist. Da, wo der Spiegel kaputt ist? Da, wo die Axt im Spiegel drin ist. Da ist sie. Da ist sie drin. Kruzifix ist tot, Kruzifix ist tot, Kruzifix ist tot. Oh, Kruzifix, alles klar. Die ist richtig aggro. Ich nehme an, dass keiner jetzt noch einen Kruzifix holt. Oder auch nicht. Keiner holt noch einen Kruzifix. Hm? Wir sind schon bei 40%. Oh. In fortgeschritten ist es, ne?
Das ist eine Uni. Okay, die hat Tür angefasst. Ja. Jo. Fingerabdrücke. Das Kreuz ist. Nee, doch. Okay. Are you here? Bist du hier? Alles klar. Wo bist du? Drin liegt es. Sechser Aktivität. Stell die Anwesenheit eines Geistes anhand einer Bewegungssensor fest. Zeichne ein paranormales Geräusch auf. Okay. Schieße am Foto vom Geist. Stimmt, hat keinem vorher. Keinem vorhin ja schon gemacht. 45, Herr Jesus. Der wird's aber heute wissen. Ich habe alles gemacht. Der wird's heute aber richtig wissen. Beweise, also EMF Level 5, violettes Licht. Alles klar. Uni kann es tatsächlich nicht mehr sein. Oh. Hat jemand schon noch Bob geguckt? Oder Kamera aufgestellt? Ja, Kamera steht. Kamera steht. Und ein Orb haben wir anscheinend nicht. Nein. Kein Orb. Eine Toilette haben wir so. Also wir müssen jetzt noch einmal Bewegungssensor aufstellen und einmal Paraphon. Die habe ich jetzt beide. Ich werde sowieso gleich sterben. Also was soll's? Rein. Bereit. Oh. Alter. Machst du jetzt schon Action? Ah, ich hab's Haus geschafft, lebendig. Huhu. Ich konnte aber nichts hören. Bin ja mal gespannt. Paranormales Geräusch habe ich jetzt noch nicht gehört. Wahrscheinlich ist er auch zu weit hinten. Kann ich wahrscheinlich von der Tür aus nicht mehr hören. Wahrscheinlich. Oh, das war scheiße knapp. Das war scheiße knapp. Das war scheiße knapp. Das war scheiße knapp. Oder war das jetzt wegen Jagd? Das kann wegen Jagd jetzt sein. Die ist auf 10 gegangen. Genau danach hast du gesagt, dort. Es kann natürlich sein, dass das jetzt durch Jagd kam. Ich habe ja nur den Dot gesehen. Ich habe nicht darauf geachtet, dass das jetzt auf Level 10 war. Tja. Aber warte mal eben. In Dot bewegt er sich schneller als in der in Jagd, ne? Nö, nicht unbedingt. Oh nein. Der wird gerade so heftig gejagt, oder? Ne, gut. Nö, nee, war gar nichts. Nee, die ist an der Kamera anschaffen. Sie hat die Kamera gerade bewegt. Hm. Oh, schöne Kamera. Ja, aber sobald wir reingehen, sind wir tot. Ja, Rose halt. Rose Walker. Möp. Bewegungssensor. Ja, dann. Müssen wir das Parabolmikro geben? Ja. Bitte. Hm.
Ja, aber wir können ja. Hat sie. Na, sie kann auch ein Geisterbuch geschrieben haben, ne? EMF Level 5 hatten wir schon, ne? Ja. Also ist jetzt oben alles drin, was drin sein kann? Oder warst du das? Ich war das. Alles gut. Oh! Kairin ist tot! Kairin ist tot! Hierher, Geisti-Geist! Hierher, Geisti-Geist! Hierher, Geisti! Geisti! Huhu! Geisti! Hm, komm zu Mutti! Komm! Geisti, ist wieder offen. Falls du noch lebst. Es ist offen. Ist er gerade wieder auf Null? Ist gerade wieder auf Null? Da kommt er schon angestiefelt. Na, hat es Spaß? Nicht mehr. Das Geilste ist eben, ne, als sie angefangen hat zu jagen oder so, ist sie hier auf die Kamera zugekommen und hat erstmal in die Kamera geguckt. Ein intelligenter Geist. Also irgendwas müssen wir jetzt ja machen. Also. Ja. Also Dots wäre Gorio. Geister Orb können wir streichen, haben wir nicht. Geister Box habe ich gar nicht mehr. Gefriertemperatur also könnte es noch sein. Definitiv. Und Geisterbuch. Violett kann es noch sein. Ja. Inzwischen hat es. Oh, sie wirft Sachen umher. Der Ultraviolett habe ich doch schon angekreuzt. Wir hatten noch Fingerabdrücke. Ja, das haben wir schon. Ach so. Ja, da ist es schön oder Mining. Ja, schön oder Mining, genau. Ich würde jetzt sagen. Hä? Ist das ein Grafikfehler? Mein Geist sagt mir jetzt Gin, also nehmen wir Mining. Das wird aber auch mit der Aufgabe zusammenhängen. Bei Mailing geben häufiger paranormale Geräusche von sich. Jim bewegt sich schneller, wenn sein Opfer weit weg ist. Ja. Also, würde ich sagen, Geisterbuch. Feuchtfröhliches Raten wieder. Mailing sind besonders leise auf der Jagd nach ihrer Beute, aber die hat halt die ganze Zeit gesungen. Naja, aber ich glaube, ja, das interessiert die relativ wenig, oder? Also wir müssen uns jetzt einigen. Gin oder Mailing? Ich hab Mailing. Ich glaub Gin. Ich bin auch der Meinung Gin. Gin passt. Aber wie gesagt, ne, mein Gefühl sagt mir Gin, aber es wird wahrscheinlich wieder Mailing sein. Ich lass Mailing drin. Bei der Jagd, wo ich die Taschenlampe ausgemacht hab, ist er direkt danach, war der Geist weg. Okay. Ach, nur komm. Also muss es ja ein Gin sein. Du kriegst hier mal keine ist Punkte. Auch egal. Irgendwas ist halt falsch. Wir haben bestimmt wieder irgendwas falsch gemacht. Ja, garantiert. Aber man, nix. So viel Geld haben wir ja noch gar nicht, dass wir uns jedes Mal opfern können. Also, im Endeffekt ist es auch egal. Gin. Hey, Gin. Überspringen.
ich überspringe nicht. Ich sehe das Geld gerne wachsen. So, wie viele Minuten haben wir noch? Wir sind schon durch. Und Level 11. Yay. Also, ihr Lieben, das war dann diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Tschüss. Ciao.